Hey Leute, hier sind wir wieder, wo wir aufgehört haben in Rayman 2. Das letzte Mal sind wir auf diesen komischen Kraftprotz gestoßen. Sein Name war nicht Chlorbox. Ich habe seinen Namen vergessen, verdammt. Auf jeden Fall wurden wir von ihm in die Höhle der Albträume geschickt, um dort ein Elixier zu finden, das ihm seine Lebenskraft zurückgeben würde, nämlich das Elixier des Lebens. Und das finden wir in diesem Level. Ah, und da draußen schreit mein idiotischer Nachbar rum wie so ein bekiffter Ju... nein, er ist zu alt für einen Jugendlichen. Da, Spruch von GLP geklaut. Ah, super LP-Anfang. Boah, ich habe schon so lange kein Rayman 2 mehr gespielt. Ich muss mich erstmal in die Steuerung wieder reingewöhnen. Stirb. Ja, klasse. Du hättest auch schneller drauf gehen können. So. Dö. Kam hier nicht irgendwann Gespenster? Ah, wusste ich's doch. Und tschüss. Ah, cool. Da waren zwei. Na gut, jetzt nicht mehr. So, ja genau. Tourismus kann gefährlich sein. Ich lese deine Gedanken und du kennst den Ortsnamen. Richtig, gut gekannt. Du kannst jetzt die Höhle der Albträume betreten. Bevor ich dich hineinlasse, muss ich dich warnen. Ich habe einen wertvollen Schatz hier drin versteckt. Du kannst ihn haben, wenn du schneller bist als ich. Ich lasse dir einen Vorsprung, aber trödle nicht. Kriege ich dich, dann zeige ich keine Gnade. Totenkopf vor meinem Gesicht. Das macht gerade irgendwie ein bisschen den Eindruck, als würde das Alpha-Blending von dem Emulator abkacken. Ja, herzlich willkommen Leute, wir sind in der Höhle der Albträume. Ein langer Level, der aber auch richtig geil sein kann. Allerdings hat der ROM hier einen Bug, das heißt, ich werde zwischendrin einfach mal speichern müssen. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob, ja, wie viele Versuche ich brauchen werde, um da durchzukommen. Das hier ist besonders mies, dieses Laufen über die Totenköpfe. Weil, wie ihr seht, die gehen unter. Aber haben wir gut gemeistert. So, noch einer. Hä, war hier nicht irgendwas? Ah, da vorne war diese blöde Hand. Höp. Bleib drin. Wow, und der Lumps ist ja auch mal echt gut versteckt. Okay, haben wir gleich auf den ersten Versuch bekommen. So, und auch hier wieder... Warte. Ah, wusste ich's doch. Und auch hier wieder eine Herausforderung auf Zeit. Ihr werdet gleich sehen, um was es geht. Jo, das Gewicht ist einfach zu schwer für Rayman und deswegen geht er hier ziemlich schnell, ziemlich heftig unter. Wow, lauf, oh fuck. Das wird schwer. Ein Glück, dass man es so mit bisschen Springen, bisschen abkürzen kann. Sonst wäre ich jetzt echt aufgeschmissen gewesen. So. Das geht gerade weiter mit diesen Scheißviechern. Bleib weg. Yo, und das hier ist auch eine spannende Geschichte. Ach, geil. Wände, die sich öffnen und schließen. Komm. Gut. Jo, wie ihr seht, also die Höhle der Albträume ist nicht nur ziemlich dunkel gestaltet, sondern ist auch voller Geheimnisse und böser Kreaturen und kleiner... Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Boah, das ist hier so heftig. So kleine feuerspuckende Drecksviecher. Aua. Ah, da haben wir sie ja schon. So, das war jetzt also das Ziel. Wir mussten diese Viecher töten. Und fahren jetzt mit dem Rollstuhl nach oben. Erstens ist es kein Rollstuhl, sondern ein Fahrstuhl und zweitens nützt uns das eh nichts, weil ich hier runter will. Okay. Yay, 5 Lums. Und den nächsten Rätsel. Wir brauchen also eine blaue und eine gelbe. Wow, der ist ja ziemlich böse da hinten drauf. Geh weg, mein Freund, ich hab dich nicht lieb. So, welcher Weg zuerst? Entscheidet ihr, schreibt's jetzt in die Kommentare. Nö, könnt ihr gar nicht. Ich warte doch nicht hier, welchen Weg ich nehme, bis ich die Kommentare gelesen habe.
Also bloß nicht auf Bestätigen drücken. Hier. So, und auch das hier muss man wissen. Dass dieser Freund uns hier ein bisschen in die Luft katapultiert. Aber auch nicht allzu lang, habe ich das Gefühl. Deswegen übe ich jetzt lieber mich in Suizidsprüngen. Und da hinten sehen wir auch schon die blaue Kugel. Wow, war das knapp. Komm. Komm. Hey, ich liebe einfach so Spiele. Ja, auf so einer Plattform rumlatschen. Boah. Gut. Auf so einer Plattform rumlatschen, die sich dreht. Ich meine, hallo, welches Spiel hat schon sowas? Außer so ältere Spiele, wie was weiß ich zum Beispiel, Rayman. Wirf. Zack. Oh, das war knapp. Ja, hat noch gereicht. Und mit voller Karacho und Anlauf darüber. So viel Anlauf hätte es zwar gar nicht gebraucht. Das dürfte auch schon reichen. Ich meine, anfordernd ist anders, ne? Also das muss man wirklich sagen. Aber hey, es ist ein altes Spiel, also lasst es. Jo, und damit hätten wir die erste, die blaue Kugel, die einfachere von beiden, auch schon gefunden und können sie jetzt dem Ausgang entgegen transportieren. Und das ist übrigens gar nicht so einfach. Weil diese Viecher hier haben ein bisschen auf uns abgesehen. Und die sind auch übrigens, also nicht unsterblich, aber sie kommen immer wieder. Wurde ich daneben geworfen? Nee. Komm. Geh hoch. Gut. So, jetzt nehmen wir mal den rechten Weg und gucken, wo der uns hinführt. Ah. Gut, wir sehen die gelbe Kugel schon durch die Wand hindurch. Das ist aber nett. Komm. Way. In Rayman 1 gab es immer so eine geile... so eine geile Haarbewegung von Rayman. Auch das hier, wieder so eine geschlossene Wand. Das ist ziemlich gut gemacht, der Level. Der benutzt alte Sachen neu. Okay, und aus. Einmal Lumps sammeln. Wir haben noch nicht mal die Hälfte in diesem Level. Dann. Oh, was noch für geile Level auf uns zukommen werden. Ich freue mich richtig. Vor allem auf den letzten Level. Der ist sowas von spaßig. Komm, Rayman. Gut. Ja, stimmt, wir müssen ja weiter. Ich dachte, ich kann mich jetzt hier in Ruhe im Kopf kratzen, aber das war's wohl. So, wo müssen wir hin? Das war aber auch richtig knapp, dieser Kugelwurf. Boah, nee, jetzt, oder? Ach, nee, wir müssen nicht bis da hinten. Wir müssen nur da runter. Okay, und weiter. Oh, das war zu knapp, oder? Wow. Komm, nehmen Sie. So, damit hätten wir auch beide Kugeln gefangen. Jetzt werde ich gleich ein Safe State setzen, weil hier kommt jetzt gleich ein Bug, der ganz sicher auftreten wird. Und, naja, ich will den Level nicht unnötig oft machen müssen. Safe State war F5. Way, the mouth öffnet sich. So, das muss man auch wissen. So. F5. Winziges Lag und nächster Levelabschnitt. Ne, der ist noch gar nicht buggy, glaube ich. Werden wir sehen. So, eine Rutschbahn, oder was ist das? Deine Reise endet hier. Jo, die Kameraführung in diesem Level ist relativ geil. Wir sehen alles durch das Maul von dem Viech. Oh, dem tropft auch noch der Speichel runter. Lecker. Halt. Wir haben Lumps verpasst. Halt. Der darf uns jetzt erstmal essen.